Letzte Woche habe ich meinen Abreißkalender abgerissen, umgedreht und da stand eine kleine Anekdote drin über Weimar. Und Goethe hat Schiller besucht bei sich zu Hause im Schillerhaus. Und dann saß Schiller am Tisch und Goethe lief an Schillers Schreibtisch vorbei und sah eine Notiz für ein neues Gedicht. Da stand drauf, er saß an ihres Bettes Rand und streichelte ihre Flechten. Und dann ging das angedachte Gedicht nicht weiter und Goethe hat den Stift ergriffen und dazu geschrieben, das tat er mit der linken Hand. Was tat er mit der rechten?